Liebe Freunde, heute feiert die Kirche das Gedenken an Maria, Hilfe der Christen, am 24. Mai. Und heute ist auch sozusagen, das können wir so miteinander machen, wir können nach China gehen. Heute nämlich ist auch der Tag der Kirche von China. Bloß da denkt gar niemand irgendwie dran, weil wir bloß immer an uns selber denken. Und über unseren eigenen Tellerrand denken wir sowieso nie hinaus. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Natürlich wir im Livestream schon, klar. Aber sonst, wenn man nicht so fest ermutigt wird, denkt man immer nur an sich. Und also wir können heute an die Kirche in China denken. Und wir können auch an den Kardinal Josef Zen denken, der, weiß nicht, ob er immer noch verhaftet wurde, vor 2 Wochen ein steinalter Kardinal, die graue Eminenz unter den Katholiken und eine ganz große Stütze für die Katholiken in China, der wurde vor einer Woche, vor 10 Tagen so ungefähr, wurde er verhaftet. Und wir wollen so beten für alle Christen heute in China und wir wollen in dieses Heiligtum gehen, da wird nämlich heute, deshalb ist auch heute dieser Tag, Maria Hilfe der Christen, in dieser Tag der Kirche in China, weil dort ein Heiligtum ist, das eben Maria Hilfe der Christen geweiht ist. Und deshalb wollen wir heute die Gottesmutter so bitten, dass sie uns allen hilft, dass sie der ganzen Kirche hilft, dass sie der ganzen Welt hilft. Aber es ist halt so, wie wir im letzten Gesetz oder im vorletzten gebetet haben, hilft, dass wir noch viel opferfreudiger werden, sozusagen haben wir gebetet. Und dass wir viel opferfreudiger werden. Und dann ist mir so spontan eingefallen, ja genau, dieser Mann, der da an einem Canyon an dem Baum hängt und ist sozusagen zwischen Himmel und Erde und wenn er loslässt, fliegt er runter und stirbt und ja, oder Gott hilft ihm. Und dann sagt Gott auch so, ja, dann lass diesen Ast los. Und er sagt dann so, ich bin doch nicht verrückt. Dann bin ich ja tot. Und so ist es genau dasselbe. Wenn Gott heute so ein kleines Opfer zulässt oder was auch immer so ist, oder dann müssen wir uns immer wieder noch entscheiden. Also das Gebet war übrigens jetzt nur dann für dieses Anliegen, war nur der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann, dass Gott dir die Gnade schenkt. Und der dritte ist dieser Schritt, der dritte Schritt ist, dass du diese Gnade annimmst und sozusagen es dann auch verwirklichst. Und das ist das Wichtige dann. Also das geht noch weiter. Es darf nicht bloß sozusagen dann beim Gebet stehen bleiben und so, sondern wenn etwas jetzt kommt, lass diesen Ast los, dann kann Gott erst, dann gibt er die Gnade und dann hilft er auch. Und dieser Mensch, so heißt es, glaube ich, dann in dieser Geschichte von Henry Nouwen, dieser Mensch hat nicht gesehen, dass ganz knapp unter ihm so ein Felsvorsprung war. Und der hätte ihn natürlich dann als Stütze gegeben, gegolten. Aber das konnte er dann wieder nicht sehen. Und das ist ja dann gleichzeitig auch unser Problem, dass wenn wir ein kleines Öpferlein bringen, dürfen, sollen, müssen, können, könnten, dann sehen wir nicht, was es bringt schlussendlich. Aber Gott sieht es. Und wir werden es dann irgendwann einmal auch merken, wie es fruchtbar geworden ist. Also Kirche in China, Maria Hilfe der Christen und dass wir so mehr daran denken, uns selber zu vergessen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, Halleluja. Dass alle Erquickung in sich birgt. Halleluja. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.